إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، wir werden bi'idhnillahi ta'ala jetzt die Unterrichten von Ijabatul Jaliyya an Al-Qadaya Al-Manhajiyya, die klaren, deutlichen Antworten an einige methodologischen Angelegenheiten, werden wir sie bi'idhnillahi ta'ala am Mittwoch fortsetzen. So werden dieser Abhandlung, diese Frage-Antwort-Abhandlung, werden wir am Mittwochs, am Abend, bi'idhnillahi ta'ala, durchnehmen und das Kitab al-Tawhid und die Biografien. Und jetzt werden wir bi'idhnillahi ta'ala demnächst mit den Biografien der Sahaba beginnen, bi'idhnillah, werden wir dies wie gewohnt am Sonntag fortsetzen. Die nächste Frage, die dem Imam, al-Sheikh, al-Allama, Sheikh Rabia Hafizahullah gestellt wurde, ist: A'zamu da'un yusabu bihi talibul ilm huwa da'ul ghurur wal ujbu wa hubbut tarafu' an ikhwanihi. Fama huwa sabilu lit takhallusi min hadha da'ul idal. Die Frage, die dem Imam al-Allama Sheikh Rabia Hafizahullah gestellt wird, ist: Die größte oder von den größten Krankheiten, die ein Talibul Ilm widerfährt, ist die Krankheit der Ghurur wal Ujb. Yani Ghurur ist Eitelkeit. Die Krankheit der Eitelkeit und Selbstbewunderung. Wa Hubbut Tarafu' und die Überheblichkeit gegenüber seinen Brüdern. Das sind wirklich drei wesentlichen Punkte, die in dieser Frage gestellt worden sind, die Tulabul Ilm oft, beziehungsweise meistens von denen betroffen sind. Eine Ghurur, versteht ihr, diese Eitelkeit, dass er nach vorne steht, dass er im Mittelpunkt steht, dass er sich zuvor eilt in den Urteilen, in seine Positionen vor den Mashaikh, vor den Gelehrten, dass er denkt, er braucht sie nicht mehr, die Gelehrten, والعجب يعني Selbstbewunderung und ترفع يعني حب الترفع, dass er يعني der Erste will sein, dass er يعني sich im Vordergrund stellt. Dann, nachdem يعني der Fragesteller diese drei Punkte erwähnt, die einem Talib يعني widerfahren, die Frage stellt sich hier يعني, was ist der Weg beziehungsweise der Ausweg, indem man sich von diesen drei Sachen yani befreit, entfernt, lossagt, beziehungsweise sich heilt. Wie kann man sich von diesen Sachen heilen, meine Lieben? Ghurur wal Ujb. Yani, was sagte Al-Imam Ubaid Hafizahullah über Muhammad bin Hadi? Yani, ihn hat diese Ghurur wal Ujb zerstört. Und einigen der Schuyuch yani, sagt er Tarafu', yani, dieser Mann will vorne sein. Dieser Mann will yani, der nächste Imam Rabia sein und so weiter. Das heißt, diese Sachen, meine Lieben, sind nicht zu unterschätzen, die in dieser Frage vorkommen. Und viele der Tulabul Ilm werden dadurch zerstört. Dadurch zerstört. Deswegen jeder von uns sollte Allah subhanahu wa ta'ala um Standhaftigkeit bitten und um Heilung. Denn es bedeutet nicht, dass man jetzt ja nie Salafi geworden ist und nach Medina gewesen ist und dort studiert hat und man ist schon im Paradies. Man braucht nicht mehr sich ja nie zu verbessern, nicht mehr ja nie sich von schlechten Gewohnheiten zu entfernen. Nein, erst dann sogar beginnt es, dass man sich auch nach dem Studium intensiv mit dem eigenen sich beschäftigt, um von solchen Sachen, von solchen Krankheiten sich zu befreien.
Al-Imam Rabia Hafidahullah sagte: والغرور داء قاتل لطلاب العلم ولغيرهم. Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, dass eben diese Eitelkeit ist eine zerstörerische, vernichtende Krankheit für die Studenten des Wissens und für die anderen. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, yani wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dieser Sache. Dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah weiter, der Gläubiger, der an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt hat und er ist zufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala als Herr und mit dem Islam als Religion und mit dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandter und mit dem Koran als Leitung, so sollte er, yajib, vielmehr ist er verpflichtet, sich mit Charakterzügen zu beschmücken, mit welchen sich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beschmückte. Und wie Aisha radiallahu anha, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beschrieb, yani, فَإِنَّ خُلُقَ النَّبِيِّ sallallahu alaihi wasallam كَانَ الْقُرْآنِ, wahrlich, yani sein Charakter, sein Moral war der Koran. Der authentische Hadith, der in Sahih Muslim verzeichnet ist. Und die Überlieferung, die besagt, er wäre ein lebendiger Koran, der auf der Erde lief, diese Überlieferung ist schwach. Und wie man Rabia Hafidahullah sagt, und dies ist auf der Homepage von Sheikh Rabia Hafidahullah zu finden, als er über diesen Hadith spricht, Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, dass diese Angelegenheit, diejenigen, die sagen, es wäre ein lebendiger Koran, der auf der Erde lief, ist diese Angelegenheit sehr gefährlich, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluqun, er ist erschaffen. Und der Koran, ghayru makhluq, und der Koran ist nicht erschaffen. Somit, die Ahlu Sunnah wal Jama'a, diese Konfrontation, die sie haben mit Jahmiyyah und mit Mu'tazila, und man könnte durch solche Scheinargumente und solche Intrigen leicht reinfallen. Und Allahu A'lam, mag sein, dass solche Sachen ja nie reingeführt worden sind von den Feinden der Sunna, um die Leute der Sunna reinzulegen in solchen falschen Überzeugungen. Deswegen, das ist der authentische Hadith, wo in Sahih Muslim verzeichnet ist, dass sein Charakter war der Koran. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somit, sagt Sheikh Rabia Hafidahullah, derjenige, der sich heilen will, er will sich heilen von der Eitelkeit und will sich heilen vor dem Irrtum und will sich heilen von den eigenen Gelüsten und Begierden, von all diesen Krankheiten, fa'alayhi an yaqra al-Qur'ana mukhlisan lillahi rabbil alamin. Denn auf ihn steht es, dass er der Koran, das Buch Allahs, aufrichtig liest. Yani, dass er das Buch Allahs aufrichtig liest. Und yani, bei den letzten Unterrichten vom letzten Wochenende hat mich ein Bruder gefragt, wie tut man sich yani, mit dieser Wahrhaftigkeit erziehen oder sich aneignen, diese Wahrhaftigkeit. Habe ich ihm gesagt, liest der Koran. Liest der Koran mit Nachdenken. Einige Menschen, und Alhamdulillah, der Bruder hat die Nasiha angenommen. Jedoch manchmal, und dies kann sein auch bei den Tulabul Ilm, wenn sie so eine Nasiha hören, denken, was ist das? Er will was Konkretes. Indem du ihm sagst, das und das und das, dann erreichst du das. Versteht ihr dieses europäische Denken, mein Lieber? Dieses materielles Denken. Habt ihr jetzt mich verstanden? Das Buch Allahs, mein Lieber. Das Buch Allahs mit Nachdenken, Tadabbur. Nachdenken, oder? Anders, meditieren. Meditation, dass man darüber meditiert. Barakallahu fikum. Indem du das Buch Allahs liest und erbittest Allah Ta'ala al-Hidayah wa al-Tawfiq. Erbittest du daran und dabei die Rechtleitung von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Erfolg. Wal-Qurbu wa-Zulfa. Und suchst du
die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn du würdest, Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, wenn du würdest mit so einer Einstellung das Buch Allahs lesen, so wird an der ersten Stelle dein Iman, dein Glaube wird sich ja nicht, jezdad, wird sich stärken. Und auf der anderen Seite, einerseits stärkt sich dein Iman, auf der anderen Seite verschwinden bzw. entfernen sich solchen Unbedachtsamkeiten und niederträchtigen Charakterzüge. Kel Kibru wal Ghurur, wie beispielsweise der Hochmut und Eitelkeit, wa ma shakala dhalik und ähnliches. Denn wie Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen in seinem Buch beschrieb, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Gläubigen folgendes: Wahrlich, die Gläubigen sind diejenigen, deren Herzen erbeben, wenn Allah erwähnt wird, und die ihre Glaube sich stärkt, wenn ihnen seinen Versen verlesen werden, und die auf ihrem Herrn vertrauen, das sind die wahren Gläubigen. Ihnen stehen Stufe bei ihrem Herrn zu, sowie Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Dann sagt Sheikh Rabia Hafidahullah anschließend, so das Nachdenken über dem Buch Allahs yuhyil qulub, yani wiederbelebt die Herzen. Yani das Herz, und das ist yani was die meisten Menschen diesen Herzen gegenüber vernachlässigen sind, weil die meisten Menschen, sie kümmern sich um ihre Äußerlichkeit. Und sie widmen sich eine große Mühe und Zeit auch für ihre Äußerlichkeit. Jedoch ihren Herzen gegenüber sind sie stark vernachlässigend. Und das Nachdenken, wenn man den Koran liest, und wie Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, es ist besser, dass man eine Aya die ganze Nacht verliest. Tut man sie vorlesen. Ganze Nacht immer sie wiederholen. Ganze Nacht. Mit Nachdenken, Tadabbur, ist besser als die Hälfte vom Koran oder eine Khatma, der ganze Koran fertig zu lesen. Wieso? In Tadabbur. Die Sache ist nicht, dass du so vielen und so vielen Seiten gelesen hast. Und Abdullah ibn Mubarak, als wir seine Biografie gelernt haben, was sagte er? Ein Mann kam zu ihm, hat ihm gesagt, ich habe heute Nacht den ganzen Koran gelesen. Er sagte, und ich bin nicht rübergekommen, Al-Hakum ut-Takathur. Denn nur diese Aya konnte er nicht weiterlesen. Ganze Nacht hat er diese Aya gelesen. Und darüber nachgedacht. All dies ja nicht zeigt, wie gewaltig ist das Lesen der Koran mit Nachdenken, mit der Tadabbur. Und dafür, meine Lieben, sollte sich jeder von uns Zeit nehmen. Mindestens, wenn wir ein Tagesprogramm haben mit dem Koran, mit dem Buch Allahs. وَيُنِيرُهَا Einerseits das Lesen der Koran mit Nachdenken und Meditieren wiederbelebt die Herzen und erleuchtet sie. Erleuchtet die Herzen. وَيَزِيدُ فِي الْإِيمَانِ und verstärkt der Iman, der Glaube. Lakin, steigt? Yani, steigt. Steigt der Iman, stärkt der Iman. Yani, stärken, ihr seht, yani, wird zunehmen. Das ist zunehmen. Yani, also wie würdest du sagen, steigen? Es wird mehr. Eben. Es steigt. Es
Und wenn man sagt, zunimmt? Ja, also ich habe gesagt, verstanden. Und wenn man stärkt? Es hat sicher nur Tarif, weißt du, was passiert? Yani, Jankus. Aber, yani, stimmt. Jedoch, die Gelehrten sagen, Yad'uf al-Iman. Und was ist Da'af? Das Gegenteil von Da'af ist Stärken. Yani, bidnillahi ta'ala ist korrekt. Jedoch, jazakallahu khair. Jedoch, ich werde nicht sagen, die Leute der Sprache jetzt. Sonst werde ich dann wieder dafür kritisiert. Sheikh Rabia Hafizahullah sagt, Walakin, leise li kulli qari'in. Wichtig, wichtig, yani, Hasar. Wichtig, yani, Beschränkung hier. Yani, diese Sachen, dass man sie erlangt, das Wiederbeleben des Herzens und das Erleuchten des, der Herzen und steigen bzw. zunehmen an Iman, diese Sachen sind nicht für jeden Leser. Li kulli mukhlisin. Für jeder, der mit Aufrichtigkeit der Koran liest. Yaqra hadha al-Quran. Und er ist sich überzeugt. Ala annahu kitabun hidaya. Und er ist fest davon überzeugt, dass dieses Buch, was er ihn liest, ist nicht einfach eine Zeitschrift, eine Wochenzeitschrift oder irgendwas. Oder ein Buch, der von einem Mensch geschrieben wurde. Nein, ist Offenbarung vom Herrn der Welten. Und ist ein Buch der Rechtleitung. Ein Huwa Hidayatun lil Muttaqin. Ist eine Rechtleitung für wen? Für die Gottesfürchtigen. So erhofft er dabei, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn rechtleitet zum richtigen Glauben und zu den richtigen Charakterzügen. Jedoch, eben er liest diesen Koran, dann wiederholt sich der Imam Sheikh Rabia Hafidahullah, er liest dieses Buch, der Koran, und denkt nach und er sucht dabei die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Somit, wenn er dies tut, mit so einer Einstellung, فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْضِي عَلَى الْأَخْلَاقِ الدَّنِيَّةِ, so wird er, zwangsläufig die niederträchtigen Charakterzüge eliminieren, beziehungsweise ausschalten. Jedoch, wenn er dies tut, ja nicht mit Ikhlas. Er ist aufrichtig dabei in dieser Sache. Und wird er diese Unbedachtsamkeiten, wie beispielsweise diese Eitelkeit und Hochmut und weiteren Sachen, wird er sie ja nie beseitigen mit Allahs Erlaubnis. Und dann erwähnt Sheikh Rabia Hafidahullah die Aussage von Umar al-Faruq radiallahu an, indem er sagte, هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. Wahrlich, dieses Buch, yani der Koran, damit hat Allah eure Gesandter recht geleitet. فخذوا به تهتدوا. So haltet euch an ihm fest, werdet ihr recht geleitet. وإنما هدى الله به رسوله. Yani wahrlich hat Allah sein Gesandter dadurch, yani recht geleitet. Und wir als Gemeinschaft des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, فَنَحْنُ نَتَأَسَّى بِرَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Und wir, yani, wir nehmen als Beispiel, als Vorbild unsere Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ersuchen die Rechtleitungen im Buche Allahs, wie yani dies uns Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Jedoch, yani, Sheikh Rabia Hafidahullah wiederholt sich wieder und sagt, wichtig ist mit dieser Grundeinstellung, mit der Einstellung, yani, dass man aufrichtig ist und die feste Überzeugung hat, dass dieses Buch, yani, ein Buch der Rechtleitung ist und dass man darüber nachdenkt, über die Bedeutungen des Buches Allahs. Und dass man diese Bedeutungen des Buches Allahs sie richtig versteht, ist wichtig, dass man dann auch yani, zu den Tafasir zurückgreift. Zu den Tafasir, die von der Gelehrten der Ahlus Sunnah sind. Und von den einfachsten Tafasir in unserer Zeit
ist der Tafsir von Sheikh Abdurrahman, Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah. Und dies ist yani, wie eine Zusammenfassung, eine einfache Zusammenfassung von Tafsir ibn Kathir und Tafsir al-Tabari, rahimahumullah, so findest du yani, vereinfacht im Tafsir yani, von Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Und wenn man will sich vertiefen, so sollte man zurück zu Ibn Kathir zurückgreifen und dann weiter immer zu den anderen Tafsir. So, dass man eben dieses richtige Verständnis über die Versen des Buches Allahs erlangt. Somit, dies war ja die Antwort auf die Frage.